Sie hören den Artikel Peter Lustig, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Peter Fritz Willi Lustig, geboren am 27. Oktober 1937 in Breslau, ist ein deutscher Fernsehmoderator und Kinderbuchautor. Bekannt wurde er als Hauptdarsteller der Kinderserien Löwenzahn in Klammern 1979 bis 1980 Pusteblume und Mittendrin. Leben. Peter Lustig ist gelernter Rundfunktechniker und studierte nach der Ausbildung Elektrotechnik. Nach dem Studium begann er beim US-amerikanischen Radiosender AFN als Toningenieur zu arbeiten und ging später zum SFB. Dort schrieb er nebenbei Hörspiele für das Radio, war Dozent an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, verantwortlich für den Ton der Filmaufnahmen von John F. Kennedys Rede »Ich bin ein Berliner« vor dem Rathaus Schöneberg sowie der Günter Grass-Verfilmung »Katz und Maus« und arbeitete auch in der Schöneberger Weltlaterne in der Berliner Motzstraße. 1973 trat Peter Lustig bei der Sendung mit der Maus in Einspielern mit dem Titel »Peter und Atze« auf, in denen er zusammen mit dem Robotervogel Atze Technik erklärte. In Klammern, zum Beispiel Telefon oder Klingel. Danach moderierte er die Wolpertinger Wochenschau für den Bayerischen Rundfunk. Bei einer Fernsehproduktion für die Sendung Pusteblume 1979 beim ZDF wurde Lustig als Moderator und Hauptdarsteller entdeckt. Er blieb dies auch nach der Umbenennung der Sendung in Löwenzahn. Peter Lustig wurde 1980 und 82 mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet. Peter Lustig gehörte in den 1980er Jahren der Osho-Bhagwan-Bewegung an, bis deren Gründer 1990 verstarb. In zweiter Ehe war er mit Elfie Dunelli, in Klammern Autorin unter anderem von Benjamin Blümchen, verheiratet, die ebenfalls Schülerin Oshos wurde und mit der er einen Sohn, in Klammern Momme Pavi, hat. Dunelli schrieb das Kinderbuch Peters Flucht über die Flucht des achtjährigen Peters aus Breslau. 1984 erkrankte Peter Lustig an Lungenkrebs, der in 7 Operationen behandelt wurde und ihm nur einen Lungenflügel übrig ließ. Während seiner Krankenhausaufenthalte schrieb er kindgerechte Briefe an seinen Sohn, die als Kinderbuch unter dem Titel »Lieber Momme – Wunderliche Briefe« veröffentlicht wurden. Im Jahr 2004 startete die Zeichentrickserie »Mammutland«, die in einer deutsch-französisch-britischen Zusammenarbeit entstand. Peter Lustig bearbeitete die deutsche Version der Sendung und sprach den Erfinder. Die Serie spielt auf einer Insel, auf der die Menschen Mammuts als Arbeitstiere halten. Die Figuren machen in jeder Episode thematisch bezogene Erfindungen und erklären physikalische Zusammenhänge. Bedingt durch die gesundheitlichen Einschränkungen kündigte Peter Lustig am 23. März 2005 seinen Rückzug ins Privatleben an. Am 16. Oktober 2005 war er in dem Löwenzahn-Spielfilm Die Reise ins Abenteuer zum 25-jährigen Jubiläum der Serie zu sehen. Es folgten im November und Dezember desselben Jahres noch 4 letzte neue Folgen. Neben erwähntem Film sind beim ZDF insgesamt 197 Episoden mit Peter Lustig entstanden. Zudem trat er in der Folge Lebenswandel – Zeitreise in Bärstadt, in Klammern Erstausstrahlung am 28. Oktober 2007, als Gast zusammen mit seinem Nachfolger Guido Hammersfahr auf. Peter Lustig hat unter anderem ein Buch über die Vertonung von Filmen geschrieben und an 2 Bastelbüchern wie auch der Buchreihe zu Löwenzahn mitgewirkt. Zudem gibt es von ihm den Technik-Comic »Wie funktioniert ein Auto«, den er als Antwort auf die Frage seines Sohnes gezeichnet hat. Am 4. September 2007 wurde ihm vom Bundespräsident Horst Köhler das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. 2012 startete eine Peter-Lustig-Ausstellung, die als Wanderausstellung über technische Erfindungen informierte. Die Ausstellung feierte ihre Premiere am Samstag, 28. April 2012 im Technikmuseum Freudenberg in Westfalen. Zusammen mit seiner Frau Astrid Berge lebt Peter Lustig heute in Berlin. Öffentliche Wahrnehmung. Im November 2002 sagte Peter Lustig in einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung: »Und ich kann gut mit Kindern umgehen. Vielleicht, weil ich ihnen sage, ich nehme dich so, wie du bist. Du mich aber bitte auch. Und so kommen wir gut klar. Sicher stören Kinder und sind klebrig, na und? Das wissen die doch selbst. Und natürlich stören sie. Sie haben auch ganz andere Ansprüche. Und die haben sie mit Recht. Nur in der Sendung möchte ich sie nicht. Mit Kindern zu drehen ist anstrengend und sie gehören einfach nicht vor die Kamera. Das ist Quälerei, immer. Aber das ist eigentlich nichts für Kinder. Wieso, fragen sie, wieso soll ich das noch einmal machen? War doch gut. Nein, da war der Ton und dies und jenes, los noch einmal. Und dann sollen sie auch noch Gesichter dazu schneiden. Nee. Peter Lustig. Ehrungen. 1980
Adolf-Grimme-Preis. 1982 Adolf-Grimme-Preis. 2007 Bundesverdienstkreuz am Bande, 4. September. Schriften: Peter Lustig, Theo Kerb, Die Hamster kommen. VGS, Köln 1982. Peter Lustig, Wie funktioniert ein Auto? Peter Lustigs Technik-Comic, Meyer, Ravensburg, 1983. Peter Lustig, Im Kopf brennt noch Licht, VGS, Köln 1983. Peter Lustig, Burkhard Mönter, Peter Lustigs Bastelbuch Band 1, VGS, Köln 1985. Peter Lustig, Burkhard Mönter, Peter Lustigs Bastelbuch Band 2, VGS, Köln 1987. Peter Lustig, Gerhard Lechenauer, Vertonen, der Ton zu den Bildern, Dia, Film und Video, Rowohlt, Rheinbeck, 1987. Peter Lustig, Sabine Damke, Der Feuerwehrmann, den keiner mehr haben wollte. W. Mann, Berlin, 1988. Peter Lustig, Sophie Brandes und andere, Der Schneemann, der verreisen wollte. W. Mann, Berlin, 1988. Peter Lustig, Lieber Momme, Wunderliche Kinderbriefe. W. Mann, Berlin, 1989. Peter Lustig, Kochbuch für kleine Feinschmecker. W. Mann, Berlin, 1992. Tobias Böckermann, Löwenzahn war für mich ein einziger Glücksfall. In Neue Osnabrücker Zeitung, 4. Juni 2005. Der Artikel Peter Lustig wurde von Alexander Manders mit dem Benutzernamen Foodtox am 6. März 2013 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/peter-lustig. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.